Schön kühl in den Schlüchten. Guck mal, sieht cool aus. Die Wurzeln, Wurzelgeflecht. Nur hier oben. Bitte? Ja. Gefällt dir nicht? Nee? Mach mal ein Foto und zeig's dir. Ja. Wir sind noch eine ganze Weile hier rumgestiegen. Und alles, was wir an Bofen und Überhängen gefunden haben, entdeckt haben, hat irgendwas immer irgendwie nicht gepasst. Und da haben wir jetzt wieder ein Plateau mit Aussicht und untergehender Sonne. Ich mag das, wenn ich so meine Sachen hinhänge. Ich merke gerade, ich bin ziemlich knülle. Hier ist total schön. Können wir dann schön Essen machen und in die Ferne schweifen. Übrigens Lorenznadel, so links. Lorenznadel, das sind die Schrammsteine, da irgendwie Schrammstein aus sich, Falkenstein, Hohe Liebe, große Chant geht hier unten lang. Wird wohl heute Nacht nicht gewittern. Ich habe es auch sehr sicher aufgebaut. Meine neueste Errungenschaft sind zwei Edelstahlflaschen. Auf meiner alten Tour habe ich dann gesehen, dass mir die Plastikflaschen, PET-Flaschen, die ich da mit habe, nicht gefallen, ästhetisch. Ja. Eine wiegt 130 Gramm, das geht aber für einen Liter. Für einen Liter Edelstahlflaschen. Bei mir gibt es heute Abend diese berühmte Ron Kevinport Methode. 3 Minuten Eiernudeln. Heißen die Eiernudeln? Ja, 3 Minuten Eiernudeln mit Kürbissuppe. Zusammen gemixt.
Gute Nacht. Da passt der Popo schön rein in die Kuhle. Von hier aus kann man noch mal gutes Nachtlager sehen. Unten sitzt ein Zombi. War richtig Zombi, oder? Schön, schön. Wenn ich solche Aufnahmen mache und hoch und runter gehe, ist der Waldroland schon über alle Berge. Deswegen habe ich die ersten zwei Tage, wo wir hier unterwegs waren, überhaupt nichts gefilmt. Schlecht für die Gemeinschaft. Ja, und manchmal
Oder meistens ist es eigentlich so, dass man dann auf Tour die Gegenwart besser genießen kann, wenn man nicht filmt. Muss ja auch nicht sein. Also immer filmen. Stücke wegpacken. Mal die Stücke wegpacken. Bevor es jetzt mit dieser Szene weitergeht, muss ich erstmal was zu sagen. Es kommt jetzt gleich ein Zitat aus einem Film, den ich kürzlich gesehen habe. Und Punkt 1. Es ist ein vulgäres Wort dabei. Ist halt so, ist halt ein Zitat. Sorry. Punkt 2. Kennt ihr das? Ihr seid die Einzigen, die über einen Gag oder einen Witz lachen könnt. Das ist ja auch sowas. Und Punkt 3. Es ist natürlich aus dem Kontext genommen. Dieser Gag. Dieser Witz. Und das macht den Stand nicht unbedingt leichter. Jetzt müsst ihr euch so vorstellen. Der kam an einer Stelle. Nach einer großen Schlacht, ein Riesenbär von Mann, unzählige Schlachten hat er schon geschlagen und den bringt nichts aus der Ruhe und der hat vor nichts Angst, das ist halt so ein Typ, ist das so ein richtiger Krieger halt. So. Und der kommt nach so einer Schlacht, also nach der Schlacht der Schlachten, kommt er so bei der Siegesfeier an den Tisch zu Freunden und sagt dann das, was ich dann bringe. Ich fand das... Im Zusammenhang mit diesem Typen, ich fand es irgendwie lustig und je öfter ich mir das auf dieser Tour dann auch gesagt habe, umso lustiger fand ich das. Geht weiter. Sagt mal, wer hat mir in die Hosen geschissen? Glaube ich kaputt. Wer weiß, aus welchem Film, aus welcher Serie dieses Zitat ist, bekommt ein Herzchen von mir.